Hallo Leute, Theodor hier mit einem heutigen Kartentrick. Der heutige Kartentrick heißt der Knockout-Deck. Manche kennen ihn vielleicht auch. Ich verrate jetzt nicht, was das ist. Wenn manche kennen, dann sollen sie einfach. Ich zeig dann und ich sag dann etwas. Ich zeige euch die Performance noch und ja, ich sag dann noch was dazu. So, das ist der Knockout-Deck. Also wie ihr seht, also jetzt fängt's an. Wie ihr seht, ein ganz normales blaues Standard-Deck. So, und jetzt muss mir jemand irgendwo Stopp sagen. Zum Beispiel Stopp. Diese Karte müsst ihr euch merken. Also die hier. Merken. Und jetzt versuche ich sie nach oben zu transportieren. Hat nicht geklappt. Ich versuche es nochmal. Hat wieder nicht geklappt. Aber ich bin mir sicher, irgendwas habe ich schon gespürt. Vielleicht das da. Oh. So. Das ist die Dame. Aber das Schöne daran ist, wenn ich einmal um Deck schnipse, verwandeln sich alle Karten in eure Karten. Außer die zwei Joker. Und das ist eine Ausnahme. Alle in eure Karte. Und das andere Schöne ist, wenn ich einmal schnipse, verwandelt sich alle Karte wieder normal, wie sie vorher waren. Ich kann immer so machen, schnipsen, dann sind alle Karten wieder eure Karten. Das andere Coole ist, wenn ich die zwei Joker wegmache, und mir in diesem Deck gibt es zwei. Nee, das ist der nicht. Ja, das ist eure Karte. Es gibt eine rote, es gibt eine blaue Dame. Das sind nur die Karten. Und das Coole daran ist, wenn ich die rote hier so reinmache. So. Dann sind alle Karten rot. Ja. Aber wenn ich die blaue an dieser Stelle mache, also so hier, dann sind alle Karten blau. Und das war auch schon der Trick Knockout Deck. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und jetzt zum Tutorial. Also der Knockout-Deck, das ist der hier. Das ist so ein genanntes Gimmick oder wie das heißt. Ich hasse eigentlich Gimmicks. Also ich mag die nicht so gerne. Aber spezial, also das ist, den mag ich. Also das ist, der ist cool. Aber die anderen Gimmicks. Also zum Beispiel, wenn ein kleiner Junge irgend so einen Trick macht und also der kleine Junge kann zum Beispiel gar nichts und der macht irgend so einen Trick mit Gimmick und dann macht er übelst den Effekt, dann ergibt es ja keinen Sinn. Der muss schon die Karten kennen und das andere auch. Also ich hasse Gimmicks, aber speziell für diesen Deck, das mag ich. Also nur das. Nichts anderes. Keine andere Gimmicks oder so. Das Deck könnt ihr euch bei Amazon bestellen. Es kommt mit zwei Joker. Und die anderen Karten, die ihr schon kennt, sind zweiseitig. So. Und wenn man zum Beispiel so, ist das blau. Aber wenn man das ja umdreht, wird das schon rot. Weil die zweiseitig sind. Und hier genauso. Alle Karten.
Damen, wenn man das umdreht, alle kamen normal, weil die zweiseitig sind. Okay. Und das war auch schon der Knockout Deck. Wenn ihr Gimmicks macht, also ich mag sie nicht, wenn ihr Gimmicks macht, dann kauft euch Gimmicks. Ich mag nur das Knockout Deck, weil das so. Das finde ich nett, also. Das Knockout Deck, das kostet beim Amazon, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Und ja, ist cool, aber ich empfehle das an solchen Magier mit Karten, die schon viele Kartentricks kennen und nicht die Anfänger. Weil, wie ich schon gesagt habe, und Elep mag das auch nicht. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel ein kleiner Junge, der gar nichts kann, der kauft sich ein Knockout-Deck und der macht dann übelst den Effekt. Das ergibt dann keinen Sinn, wenn er keine andere kann. Und ich empfehle das nur an Leute, die schon viele Kartentricks können, solchen False Cuts und so, die schon gut mit den Karten umgehen können. Und ja, das war's auch. Tschüss.